Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und wir sollen die Nekropole Telrendis und Alavendis untersuchen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal links an. Wie sollen wir unsere Ahnen ehren, wenn die Nekropole geschlossen ist? Der Abt hat die Schließung zu eurem eigenen Wohl befohlen, Bürger. Vikagadain, lasst niemand hinein. Prälat? Oh, natürlich. Niemand betritt die Nekropole. Die Nekropole ist geschlossen? Wo hat man denn sowas schon gehört? Ja. Etwas hieran fühlt sich nicht richtig an. Es tut mir leid, meine Freundin, doch die Nekropole ist heute geschlossen. Und auf Befehl des Abts, wie es scheint. Wir haben noch nie zuvor die Familien der Toten abgewiesen, aber wenn die Gerüchte über eine Erkrankung wahr sind, Seuchen sind nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Krankheit? Als Prälat Faram und seine Helfer eintrafen, wurden die anderen Hüter der Toten von einer sonderbaren Krankheit heimgesucht. Ich war nicht hier, als die Krankheit ausbrach und durfte seitdem auch nicht mehr hinein. Der Prälat sagte, der Abt hätte die Schließung befohlen, aber... Das klingt, als würdet ihr dem Prälaten nicht trauen. Prälat Faram kam vom Tempel und plötzlich wurden alle Mönche hier krank. Wir wurden weder über den Besuch unterrichtet, noch ist Faram unser üblicher Prälat. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wenn ihr helfen könnt, kann ich dafür sorgen, dass ihr entschädigt werdet. Glaube ich. Ich kann mehr über Prälat Faram für euch herausfinden. Das Schicksal muss euch hergeführt haben, meine Freundin. Prälat Faram kam an Bord der Sturmschwinge an. Wenn ihr herausfinden könnt, wo er das Schiff bestieg, verrät uns dies vielleicht etwas. Sprecht mit der Hafenmeisterin im Hafen, während ich mich um die Pilger kümmere, die hier vorbeikommen. Erzählt mir mehr über die Nekropole. Dies ist die Nekropole von Necrom, die vermutlich älteste und größte Nekropole in ganz Morrowind. Seit tausenden von Jahren haben Familien hier in diesen Katakomben ihre geehrten Ahnen beigesetzt. Ich habe die Ehre, als einer der Hüter der Toten zu dienen. Hüter der Toten? Ja, wir sind ein Mönchsorden. Wir warten die Krypten. Wir helfen Familien, Bestattungen auszurichten. Und wir führen Pilger, um ihre Ahnen zu besuchen. Wir haben noch nie jemanden abgewiesen. Bis jetzt. Ihr meintet, ihr wart nicht da, als die anderen Hüter krank wurden? Ich war bei Abt Ilvel, als Prälat Faram eintraf. Ich wurde kaum vorgestellt, als der Abt mich losschickte, um Tee vom Markt zu holen. Ich sorge mich um den Abt. Er war immer freundlich zu mir. Die Mönche und er haben mich aufgezogen, nachdem... Nun, ich hatte keine anderen Verwandten. Erzählt mir mehr über die Krankheit, die die Hüter der Toten befallen hat. Ich habe sie noch nicht selbst gesehen. Prälat Faram meinte, die Mönche seien im Fieberwahn. Jetzt bin ich hier draußen und weise Pilger ab, während alle anderen drinnen in Quarantäne sind. Ihr meint, dass Prälat Faram verantwortlich ist? Ich glaube, er hat diese Krankheit in die Nekropole gebracht, ja. Vielleicht hat er sich auf seiner Reise nach Necrom angesteckt. Doch weder er noch seine Gehilfen sahen krank aus. Ich wünschte, ich könnte Abt Ilvel danach fragen, aber Prälat Faram lässt mich nicht hinein, um ihn zu besuchen. Wenn die Hüter krank sind, ist es da nicht klug, die Nekropole zu schließen? Vielleicht. Doch wenn sich der Prälat und seine Gehilfen nicht anstecken, ist es dann wirklich gefährlich? Ich habe keine Ahnung. Naja, und er hat sich ja streng genommen auch noch nicht angesteckt, ne? Da wir gerade von Schicksal sprechen, ist in letzter Zeit irgendetwas geschehen, was mit Hermeos Mora in Verbindung stehen könnte? Der Fürst der Geheimnisse? Ich hoffe nicht. Ich meine, Hermeos Mora ist wohl nicht so schlimm wie andere dädrische Fürsten. Er ist schließlich nicht Teil des Hauses des Chaos. Doch der Umgang mit Dädra ist immer eine gefährliche Sache. Das weiß jeder. Ja, kommt auf die Dädra an. Wir haben ja schon öfter mal Umgang mit dädrischen Wesen gehabt, beziehungsweise mit Dädras. So, achso, halt, stopp. Ich habe jetzt unten nur das mit der Hafenmeisterin gesehen. Untersucht die Nekropole.
Nee, Moment, hä? Da stand jetzt gerade, untersucht die Nekropole. Aber ich soll trotzdem mit der Hafenmeisterin sprechen. Okay, geh mir erstmal zur Hafenmeisterin. Das heißt wahrscheinlich wieder nur, dass ich dann danach hier hin muss. Bist du die Hafenmeisterin? Nö. Warum? Warum hast du jetzt auch ein Questzeichen dran? Ich bin verwirrt. Ist das jetzt von einem anderen Teil von der Quest oder was? Du bist nicht die Hafenmeisterin. Wo ist denn die Hafenmeisterin jetzt? Jetzt wird die mir nicht mehr angezeigt. Hier oben sind nur noch die... Hä? Minenarbeiter? Das ist nur das von der Nekropole, nehme ich mal an, was die da anzeigen. Ich rede jetzt mal mit dem. Ich will euch nicht mit meinen Sorgen belasten, Fremde. Doch etwas Schreckliches geht in Alaveles vor sich. Ich hatte Glück, überhaupt zu entkommen. Ja, nein. Ich muss jetzt... Ich muss die Hafenmeisterin finden. Die verwirren mich jetzt hier total. Die soll eigentlich hier sein. Nee, Moment. Ach, das ist... Die ist da oben. Oh, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Ihr verwirrt mich jetzt hier total mit euren ganzen Symbolen und alles. Mann. Jetzt sehe ich das erst. Und wahrscheinlich ist dieses Braune, was ich jetzt gerade gesehen habe, auch wenn es jetzt nicht da stand, wo es stehen sollte, ist wahrscheinlich jetzt die Quest, die ich jetzt fast angenommen hätte. Aber ich denke mal, das ist eine andere Hauptquest. Also eine von... Oh, eine von denen, die wir... Wo ist dieser Paulpelz Randers? Wieder abwesend? Ist sie das? Einen von denen, die wir jetzt im Moment noch nicht machen, von diesen drei Quests. Nicht jetzt, Fremde. Mein Gehilfe ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Und ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Ladungen anzuweisen, die für den Land- oder Seeweg bestimmt sind. Passagiere der Sturmschwinge könnten eine Seuche nach Nekrom gebracht haben. Eine Seuche? Das ist kein Wort, das man leichtfertig in den Mund nehmen sollte. Welche Beweise habt ihr? Die Nekropole wurde geschlossen, weil Mönche krank geworden sind. Hört mal, Krankheiten sind Teil des Lebens, wenn man mit den Toten arbeitet. Ich bin überrascht, dass die Hüter der Toten nicht öfter krank sind. Seuchen können ernst sein. Doch ich brauche schon mehr als nur euer Wort, um den Hafen abzuriegeln oder die Stadt unter Quarantäne zu stellen. Krankheiten sind aber auch Teil des Lebens, wenn man nicht mit Toten arbeitet, nur mal nebenbei bemerkt, weil wir sind alle von Krankheiten umgeben, von Bakterien, von Viren und leben seit Milliarden Jahren damit, von daher. Wenn ihr mich die Sturmschwinge untersuchen lasst, finde ich Beweise, die wir brauchen. Es tut mir leid. Ich kann euch während meiner Wacht nicht unbeaufsichtigt auf Schiffe spazieren lassen. Und mein Gehilfe Randers ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Ich habe niemanden, der euch begleiten könnte. Ohne Hafenagent Randers oder schwerwiegende Beweise kann ich euch nicht helfen. Ihr wollt doch nicht, dass man sich an euch, an die Hafenmeisterin erinnert, die zuließ, dass eine solche Nekrom heimsuchte, oder? Nein, das will ich nicht. Wenn ihr vorsichtig seid und nichts anfasst, könnt ihr an Bord und euch umsehen. Doch falls ihr etwas findet, um eure Behauptung zu untermauern, will ich, dass ihr es geradewegs zu mir bringt. Vor allen Dingen das Lustige ist ja, wenn da wirklich eine Seuche wäre. Jetzt müssen wir links rum, ne? Obwohl sich der ganze Ebenherzpakt versammelt. Ja, red doch nicht immer, wenn ich gerade was erkläre. Wenn da wirklich irgendwas drin wäre, was eine Seuche ausgelöst hätte, dann würde ich mich ja quasi selber auch anstecken, wenn ich dafür den Beweis finde. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen, weil ich kann mich selber schon nicht mehr hören bei dem ganzen Gequatsche hier. Das heißt, ich wäre dann ja auch krank und würde das Ganze jetzt überall hinbringen, ja, wo ich dann halt hingehe. Aber ich denke, wir wissen alle, dass es sich garantiert nicht um eine Seuche handelt. Jetzt sind hier zwei Questzeichen. Anweisungen an Mitglieder der verborgenen Sippe. Wertes Sippenmitglied, als oberster Herr der Seuche unseres glorreichen Ordens befehle ich euch, die Anweisungen aufs Wort zu befolgen. Bringt die Gegenstände unseres pestigen Herrn nach Feuerwacht und sucht mich im Hafen auf. Wir werden unsere Reise nach Nekrom auf dem Handelsschiff Sturmschwinger abschließen. Achtet darauf, dass die Fiolen mit dem heiligen Hauch der Krankheit fest versiegelt sind.
Es ist entscheidend, dass Perythes Atem unverdünnt bleibt, bis wir ihn mit den fehlgeleiteten Mönchen der Nekropole teilen. Ich habe die Roben und Kapuzen, die ihr in Nekrom brauchen werdet. Ich werde mich als Prälat des Tempels ausgeben. Ihr werdet meine Helfer sein. Bald können wir die Nekropole ungehindert nach unserem Ziel durchsuchen. Für den Ruhm von Perite und dem Ruhm der verborgenen Sippe. Fäulniskrone. Wird Fäulniskrone unterschrieben. Ja, sowas liest man auch gerne. Oh, hi. Hing da einfach so ein Hase rum. Na gut. Von der Seuche betroffen? Oder hinten lauert was? Ein Skever, okay. Ach nee, das ist auch hier. Na gut, dann muss ich immer kurz platt machen. Tut mir leid. So, irgendwo hier. Da. Schlüssel zum Sturmschwingenladeraum. Der da ist hier vorne. Hier hängen die Ratten oben. Wer hat das denn gemacht, bitte? Also entweder ist mir das noch nie aufgefallen oder das habe ich hier noch nie drin gesehen. Aber das sieht irgendwie lustig aus. Wollen die die später essen oder was? Oder... Moment, da ist ein Ritual. Dann gucken wir hier vorne nochmal. Weil ich möchte gerne erst alle Beweise finden, bevor ich irgendwie ein Ritual oder sowas hier... Obwohl, naja, ich stand gerade 2 von 4. Ich habe es gerade schon gesehen. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier gefunden haben. Anscheinend irgendein Schreiben oder so. Ih, was ist das hier bitte? Komme ich mir vor wie ein Resident Evil oder so. Hi. Kann ich dich wiederbeleben, sodass du mir mal ein paar Antworten geben kannst? Vor 22 Tagen, wir verließen Vivek mit der Morgenströmung in Richtung Sadrit Mora. An einen so schönen Morgen sticht man noch gerne in See. Vor 18 Tagen sind in Sadrit Mora für Anker gegangen und haben eine Ladung Schlammschwamm an Bord genommen. Ah, sogar im Hintergrund sieht das eklig aus wie Gehirne oder so. Vor 15 Tagen in Feuerwacht gingen Passagiere an Bord. Prälat Faram und seine Helfer, die ein Schweigegelübde abgelegt haben. Ein merkwürdiges Grüppchen, allesamt mit Namen, die auf eine schwere Erkrankung in der Vergangenheit hinweisen. Ich habe noch nie ein Mitglied des Tempels getroffen, was war wie sie, und wir hatten eine Menge Fracht dabei. Kisten, die rochen, als wäre etwas in ihnen gestorben. Hoffentlich stinkt mir das Zeug nicht in den Frachtraum voll. Vor 11 Tagen haben das Nordkamp der Telvanni-Halbinsel bei Rauer See umrundet. Die Hälfte der Mannschaft war heute krank. War heute zu krank, um arbeiten zu können. Der Prälat und seine Helfer blieben in den unteren Decks. Ich fand sogar ein paar von ihnen unten im Lagerraum. Vor 4 Tagen, noch 3 Tage bis Nekrom. Die Mannschaft beschwert sich über Skeva. Ich kann dieses Wort nie beim ersten Mal aussprechen. Offenbar gibt es irgendeinen Befall im Lagerraum. Hat vermutlich mit den Kisten zu tun. Hat der Prälat an Bord, die der Prälat an Bord brachte. Ich werde mir das mal ansehen und dann sperre ich das alles weg, bis wir Nekrom erreichen. Ja, hat wohl nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen. Okay. Ah, ist das eklig hier unten. Ich gehe wieder nach oben. Na, da ist der... Ah, hier geht's rum. Das sah jetzt richtig gut aus da. Moment, wie komme ich jetzt hier wieder vom Bord? Achso, das ist die andere Seite. Alter, ich laufe 5-mal vor die gleiche Stelle. Das ist doch doof. Ich mache das mal ein bisschen weiter weg, dann kann ich ja besser sehen, wo ich eigentlich gegenlaufe. Beziehungsweise... Ich habe jetzt richtig geguckt, oder? Da ist gerade ein lila... Krokodil, wollte ich gerade sagen. Ein lila Kamel an mir vorbeigeritten, oder? Ihr habt's auch gesehen. Ihr seid zurück. Ich fürchtete, ihr hättet mich verlassen. Ja, wenn ich mich angesteckt habe, könnte das vielleicht noch passieren. Wenn ich noch eine Familie abweisen muss. Habt ihr auf der Sturmschwinge etwas über Krankheiten oder Seuchen erfahren? Und hat der Tempel wirklich Prälat Faram zur Nekropole entsandt? Prälat Faram ist ein Betrüger. Er ist der Anführer der verborgenen Sippe und ein Anhänger von Perite. Ein Betrüger? Lasst mich sehen, was ihr gefunden habt. Oh, ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Und zwar schon von dem Augenblick an, als ich den Prälaten sah. Oder sollte ich ihn lieber Fäulniskrone nennen? Was für ein Name ist das überhaupt?
Und was macht ein Anhänger von Periite in der Nekropole? Das ist so doof auszusprechen. Es steht zwar nicht in der Notiz, doch sie deuten darauf hin, dass man die Nekropole nach etwas durchsuchen will. Alle möglichen Relikte und Erbstücke werden in den Katakomben bei den Ahnen verwahrt. Und wenn Periite-Kultisten ihr Unwesen treiben, schweben Abt Ilvel und die Hüter in schrecklicher Gefahr. Wir müssen in die Nekropole gelangen. Aber wie? Die Haupttür ist verschlossen. Ihr müsst doch einen anderen Weg in die Nekropole kennen. Ich weiß nicht, ob... Halt! Wenn ich die Nekropole nach dem Abendläuten verlassen wollte, ging ich durch den Keller, der mit den unterirdischen Tunneln der Stadt verbunden ist. Ich bezweifle, dass Fäulniskrone oder seine Gehilfen davon wissen. Trefft mich im Tunnel hinter der Nekropole. Ich glaube, ich kann uns reinbringen. Guter Einfall. Ich treffe euch im Tunnel. Der Eingang zu den unterirdischen Gängen liegt auf der Westseite der Nekropole. Ihr findet die Kellertür in einer Nische rechts. Ich werde einen Aushang bezüglich der Schließung anbringen und mich euch dort anschließen. Wir können Perites Kult nicht in den Katakomben herumstöbern lassen. Was könnt ihr mir über Perites sagen? Nicht schrecklich viel. Ich bin kein Experte für Daedra-Kunde oder so etwas. Ich weiß, dass er der daedrische Fürst der Pestilenz ist, der verdorbene Fürst, der Meister der Aufgaben. Manche meinen, er sei kein sehr wichtiger Fürst, doch die Leute werden andauernd krank. Die Leute verehren einen Gott der Krankheiten? Die Leute verehren alles Mögliche. Perites Anhänger sehen Krankheiten als Segen. Sie ergötzen sich am Leiden und am Verbreiten von Seuchen. Fäulniskrones Diener hatten Pockennarben. Ich hätte gleich etwas ahnen sollen, als ich sie das erste Mal traf. Ihr scheint euch große Sorgen um den Abt zu machen. Ich wurde schon in jungen Jahren ein Waise, ohne Verwandte. Abt Ilvel gab mir ein Zuhause und zog mich auf. Er ist der Vater, den ich niemals hatte. Ein freundlicher und frommer Diener der Nekropole, aber vielleicht etwas zu vertrauensvoll. Er kam gar nicht auf den Gedanken, Fäulniskrones Geschichte in Frage zu stellen. Fäulniskrone sagte als Prälat, die Nekropole sei auf Befehl des Abts geschlossen worden. Dafür habe ich nur Fäulniskrones Wort. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Abt und die Hüter wirklich krank sind. Als ich zurückkam, war alles schon verriegelt und mir wurde befohlen, am Tor zu bleiben und Pilger abzuweisen. Was ist mit der Stadtwache? Kann sie helfen? Als Prälat Faram gebietet Fäulniskrone über die Autorität des Tempels. Die Nekromwache würde niemals gegen einen Tempelprälaten oder die Befehle des Abts vorgehen. Nein, wir müssen hineingelangen und den Abt selbst finden, bevor es zu spät ist. Übrigens, was mir gerade auffällt, diese roten Augen, die ich, glaube ich, in der letzten Folge war es, oder in der vorletzten Folge, wo ich gesagt hatte, sieht mir so ein bisschen aus, als ob er Vampir ist. Ich glaube, das ist ja standardmäßig bei den Dunkelelfen so gewesen. Ich warte unten in den Gängen. Ja, warte in den Gängen. Alles ist gut. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Moment, wenn wir jetzt hier rumgehen... Das ist er doch, ne? Er hat doch noch gar nicht seinen anderen... Können wir mit ihm mitlaufen? Ja, cool, wir können mit ihm mitlaufen. Achso, aber er läuft in eine ganz andere Richtung. Moment mal. Wir müssen nämlich darum. Was dann noch unlogischer ist, dass wir... Also, dass er jetzt in die andere Richtung gegangen ist. Wobei er ja gesagt hatte, dass er noch irgendwie einen Aushang da ranmachen wollte. So, jetzt sind wir hier im Gang drin, so wie es aussieht. Guck mal, die Sachen hier, meine Freundin. Eine selten genutzte Falltür. Oh, das ist stehlen, schade. Halt, stopp. Wo bist du jetzt hingelaufen? Darum, oder? Ah ja, hier. Ihr zuerst. Niemand ist hier. Genau wie ich es gehofft hatte. Die Kapelle ist hinter der Tür und die Treppe hoch. Ja, gehen wir auch direkt hin. Aber hier sind so viele schöne Urnen. Zack, und schon habe ich jetzt wieder ein Rezept gefunden. Leider eins, was ich jetzt schon zigmal hatte. Aber ich meine, gut, man hat immerhin ein Rezept gefunden. Ne? Muss man jetzt dazu sagen. Da ist was drin. Manchmal sind halt eben auch sehr gute Sachen drin. Muss man auch dazu sagen. Oh, das ist cool. Das hätte ich auch gerne für mich. Das sieht gut aus. Ich glaube, sonst haben wir jetzt hier nicht mehr groß. Doch, da hinten haben wir noch ein paar. Die nehmen wir nochmal eben. Ich will jetzt hier auch nicht alle durchsuchen. Aber
Gerade auch, wenn man so Quests hat, dann sind da ja doch schon mal ein paar gute Sachen bei. Waldelfische Stange, die kann ich auch schon, glaube ich. Aber egal. So, Hallöchen. Wir müssen nach rechts, meine Freundin. Die Tür zur Kapelle ist am Ende des Flurs. Hier, ne? Verschlossen? Oh. Die Kapelle ist nie verschlossen. Könnt ihr das Schloss knacken? Ja, natürlich. Vika Zankan lässt seinen Schlüssel auf einem Regal im Nordwesten. Das sagst du mir jetzt? Jetzt, wo ich das extra geknackt habe? Hätte es auch ein bisschen früher sagen können hier, ne? So. Die am Anfang nehmen wir noch mit, aber die danach nicht mehr. Diese Rauchfässer, was auch immer aus ihnen herauskommt, stinkt. Rauchfässer, der so viele zerstört die Rauchfässer. Sie Bitte. Machen diese Hüter krank. Nein, ich weiß nichts über das Grabmal von Prior Durdrin. Lasst mich! Bist du ein Zombie oder was? Kadain, Abt Ilvel ist in Gefahr. Prälat Faram hat eines dieser elenden Rauchfässer in seinen Gemächern gelassen. Okay. Ich weiß nichts über ein Fulcrum. Bitte. Das waren alle. Lasst uns nach Abt Ilvel sehen. Folgendes Krones Befehle. Facht die Rauchfässer an, um die Kapelle mit Pyrites gesegneten Arten zu durchfluchen. zu durchfluten. Aber gebt Acht. Braucht unsere Vorräte nicht auf, bis wir haben, was wir suchen. Befragt die Hüter, die von der Gunst unseres Fürsten ergriffen sind. Wo ist das Relikt? Wo ist die Grabstätte von Prior Durdrün? Welche anderen Geheimnisse verbergen sich in den Katakomben? In ihren Fieber sollten sie preisgeben, was wir brauchen, um das Relikt zu finden. Abt Ilvel weiß möglicherweise mehr über diese Themen als die anderen Hüter der Toten. Bringt ihn in seine Gemächer. Ich werde ihn persönlich befragen. Fäulniskrone. Fäulniskrone ist beim Abt? Seine Gemächer sind im Norden. Trefft mich dort, sobald wir hier fertig sind. Komm doch einfach mit mir mit. Was hältst du davon? Ich wollte übrigens noch sagen, wenn ich mich zwischendurch mal verlese, dann ist das dem Umstand geschuldet, weil es mir im Moment wieder etwas schlechter geht und meine Augen die ganze Zeit am Tränen sind. Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich würde hier vor der Kamera sitzen und die ganze Zeit heulen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich da manchmal nicht so hundertprozentig... Der Abt zerstört dieses elende Rauchfass. Nein, Brenner, hört auf. Fulcrum Obscura. Durdrüns Grabmal... In den unteren Katakomben. Der arme Abt Ilvel. Er ist im Fieberwahn. Was sagte er über die unteren Katakomben? Wie hinterhältig. Fäulniskrone hat die Hüter der Toten krank gemacht, damit er sie im Fieberwahn befragen kann. Und all das, damit er ein altes, in der Nekropole verborgenes Relikt finden kann? Warum macht er sich all diese Mühe? Das ist Teil eines Angriffplans auf Hermeus Mora. Mir wurde gesagt, das Schicksal schicke mich hierher, um ihn aufzuhalten. Hermeus Mora? Die Hüter der Toten haben nichts mit dem Fürsten der Geheimnisse zu tun. Und ich habe noch nie von etwas gehört, was Fulcrum Obscura heißt. Halt, woher wisst ihr all dies? Seid ihr auch eine Kultistin? Nein, ich habe eingewilligt, hier zu helfen, weil die Bedrohung für Hermeus Mora auch Nirn in Gefahr bringt. Nirn in Gefahr? Ich bin doch nur ein niederer Vikar, der in der Nekropole arbeitet. Fäden zwischen dädrischen Fürsten sind mir zu viel. Doch, ich will helfen. Etwas in den Katakomben zu finden, wird Zeit brauchen. Wir können Fäulniskrone vielleicht einholen, wenn wir uns beeilen. Was für ein Relikt dürfte sich im Grabmal von Prior Durdrün befinden? Prior Durdrin gründete die Nekropole und unseren Orden. Abt Ilvel vergöttert ihn. Er erzählte mir, der Prior sei besessen von der Geschichte Nekroms gewesen und hätte sich besonders Fürst Vivek verbunden gefühlt. Im Schreibtisch befindet sich ein Schlüssel zu den Katakomben. Beeilt euch, meine Freundin. Ich hole den Schlüssel und mache mich in die Katakomben auf. Nehmt den Schlüssel vom Schreibtisch und geht in die Katakomben. Die Tür ist durch die Kapelle und dann nördlich. Ich werde bei Abt Ilvel bleiben und tun, was ich kann, bis er sich erholt. Seid vorsichtig.
Wir wissen, dass Vollniskrone nicht allein zur Nekropole kam. Was könnt ihr mir sonst noch über Durdrin und sein Grabmal sagen? Prior Durdrin gründete die Hüter der Toten als religiösen Orden und baute diese Abtei auf der uralten Nekropole. Er lebte und starb hier vor Jahrhunderten. Wisst ihr sonst noch etwas über das Relikt, das Fulcrum Obscura? Ich kann mich nicht erinnern, dass es in einem der Vorträge des Abts erwähnt wurde. Doch Prior Durdrin hatte viele Talente. Der Legende nach soll er mächtige Dädra befehligt und sich ihren Verlockungen widersetzt haben. Und er bekam von Fürst Vivek eine Art persönliche Aufgabe. Und wo finden wir Prior Durdrins Grabmal? Ich habe es nur einmal besucht, zusammen mit Abt Ilvel, als ich noch sehr jung war. Es liegt irgendwo in den unteren Katakomben, am tiefsten Punkt der Nekropole. Denkt daran, dass Vollniskrone die verborgene Sippe mitgebracht hat. Ihr müsst vielleicht gegen sie kämpfen, um dorthin zu gelangen. Ich kann noch durchlaufen normalerweise. Kommen Abt Ilvel und die anderen Hüter wieder auf die Beine? Die Ahnen wachen über uns. Ich glaube daran, dass in höchster Not meine Gebete beantwortet werden. Doch es hat sicher geholfen, dass die Rauchfässer zerstört wurden und sich das üble Miasma verflüchtigte. Ich werde tun, was ich kann, während ihr euch um den Betrüger kümmert. Erzählt mir mehr über die Katakomben. Seit der Gründung von Morrowind wurden Dunkelelfen in Nekropolen zu Grabe getragen. Nekrom ist eine der Ältesten. Vielleicht die Älteste. Hier kann unser Volk die verehrten Ahnen besuchen, ihren Ratschlag einholen, sie daran erinnern, dass sie nicht vergessen sind. Gibt es viele Relikte in den Katakomben? Das hängt davon ab, was ihr Relikt nennt. Viele Familien entscheiden sich, ihre Toten zu ehren, indem sie sie mit Trophäen oder Andenken zu Grabe tragen. Einige könnten wertvoll sein oder gefährlich. Doch kein Dunkelelf käme je auf den Gedanken, seine Ahnen zu bestehlen. Die Tür zu den Katakomben ist auf der anderen Seite der Kapelle. Prior Durdrins Grabmal liegt tief im Inneren. Ja, das ist toll. Das könnt ihr euch dann wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. Das gehört so ein bisschen zur Geschichte, aber jetzt nicht so extrem zur Geschichte, dass ich das jetzt alles hier vorlese. Ich bin nicht da, ihr habt mich nie gesehen. So, wo sind wir denn hier? Wo müssen wir denn hin? Geradeaus und dann links. Achso, können wir nicht, okay. Hallo? Ach so, nee, müssen wir auch gar nicht hin. Wir müssen hier rechts hin. Wir kommen nur von der Seite wieder zurück. Eieiei. Das sollte hier irgendwo sein. Voll am Schlafen. Verlangt, dass wir das Relikt finden. Guten Tag. Nee, ich muss hier rum. Also, Funke hat auf jeden Fall Spaß in dem Backen. Oder in den Schnurrhahn, je nachdem. Würde ich sagen. Machen wir uns auch ein bisschen Spaß, aber nicht so. Scheiße. Das, oh, nee, da muss ich schon wieder runterspringen. Das mache ich nicht ein zweites Mal mit. Hilfe. Das ist dann der Nachteil, wenn man oben auf die Karte achtet. Und dann unten das aber ein bisschen, also der Weg ein bisschen anders aussieht, als man eigentlich denkt. So. So. Das Fulcrum Obscura. Halt! Da kommt jemand, Torbe sagt. Schnell! Nehmt das Relikt! Meine Speerscherben zeigen das keine Relikt Wirkung. Zerbrach. Doch dieser Teil wird die Macht, die wir brauchen. Ich überlasse unsere Gäste euch, Vollniskron. Die Zeit des Versteckens ist vorbei. Seht Vollniskrone, den Lieblingspriester Perietes. Ich lasse euch einen Segen des Fürsten der Pestilenz hier.
Hallo? Achso, ich drücke die ganze Zeit auf D. Was haben wir das auf einer? Sag mir doch einer, dass ich hier die falsche Taste drücke. Ich denke, wieso kämpft er nicht? Ja. Ich habe einen Grabflock reingemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was das jetzt war, aber... So, in die Gemächer zurückkehren. Einmal hier. Die sind jetzt auch weg alle hier, ne? Dann könnte man theoretisch ja danach dann die ganzen Ohren untersuchen. Ihr seid zurück. Wenn man das möchte. Seht, Abt Ilvel ist wach und fühlt sich besser. Ist sie das, Gedein? Ihr habt viele Leben gerettet, meine Freundin. Kommt, sprecht mit mir. Der junge Gardein hat mir von eurer Mission für den Fürsten des Schicksals erzählt. Ein seltsamer und gefährlicher Verbündeter. Doch ich danke euch für die Rettung der Nekropole. Wir schulden euch unser Leben. Was ist in den Katakomben geschehen? Habt ihr den Betrüger gefunden, der sich Prälat Faram nannte? Der Prälat ist eigentlich ein Perytepriester namens Vollniskrone. Er ist mit einem Teil des Relikts entkommen. Interessant. Ich weiß, dass Priodurdrin sich mit Daedra abgab, aber in den Chroniken wird Periite nicht erwähnt. Doch ich sehe schon, dass ihr den Rest des Relikts geborgen habt. Ich habe keine Ahnung, was sie meinen, damit tun zu können, oder ob es überhaupt noch wirkt. Was soll ich mit diesem Teil des Relikts machen? Oh, ihr behaltet es natürlich. Gardein sagte, das Schicksal habe euch zu uns geführt. Ich kann nur vermuten, es war wegen des Fulcrum Obscura. Es muss eine Rolle in jenen Prüfungen spielen, denen ihr euch stellen müsst, um Nirn zu retten. Ja, mein junges Mündel hat mir alles erzählt. Das macht es immer so. War sonst noch etwas, Abt Ilvel? Nur eines noch. Ich bin in keiner Verfassung, um euch bei der Bergung des Relikts zu helfen. Keiner der Hüter ist das. Nun, mit Ausnahme von Gardein. Ich werde unseren jungen Vikar mit euch schicken. Sucht diese Schurken auf. Vereitelt ihren Plan und bergt das Fulcrum Obscura. Gardein, geht mit dieser Abenteurerin. Bergt den gestohlenen Teil des Fulcrum Obscura. Ihr müsst ohnehin mehr von der Welt sehen. Gehen? Aber... Ja, Abt, ich werde es tun. Meine Freundin, auf ein Wort? Ja, ein Wort kann er gerne haben, allerdings erst, nachdem wir hier einen kleinen Cut gemacht haben. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge anhören, was er uns ja wahrscheinlich für einen neuen Auftrag zuteilt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.